Welch ein Schmuckstück, ein Home. Und der Riesenvorteil von einem Home ist, es ist ein echter Morelo, kommt vom selben Band, ist aber kleiner und hat im Regelfall eine mega Zuladung. Ich grüße dich ganz herzlich, Matthias. Sag mal, ist das so ein bisschen wie Golf und Polo? Der Home von heute ist eigentlich der Palace von gestern? Natürlich ist es so, dass die, ja, sagen wir mal, die ganzen Techniken, die ganzen Materialien, die Bauweise von Morelo runtergebrochen ist auf den Home. Und das macht letztendlich auch den Erfolg von dem Auto aus, dass also diese ganzen Gene, diese ganzen, sagen wir mal, tollen Dinge, technischen Dinge runtergebrochen sind auf den Home und somit ja einen richtig vollwertigen Morelo darstellen. Ne? So, komm mal links neben mich bitte, Matthias. Wir zeigen mal gerade das ganze Gesicht, denn der Home hat einen riesen Vorteil. Er wiegt viel weniger wie der Palace und dadurch ist er viel spritziger, weil das Leistungsgewicht ist natürlich bei dem Motor hier mit Drehmoment und allem drum und dran. Wenn du grundsätzlich eine Tonne weniger zu bewegen hast, das merkst du richtig, oder? Ja klar, das ist das 5,6 Tonnen Chassis, ist also wesentlich agiler und leichter als der große. Und ja, Morelo hat es geschafft, hier wirklich auch noch eine passable Zuladung zu generieren, sodass wir also mit dem Wagen wirklich einen vollwertigen Morelo haben in einer kompakten Bauweise. Ja, die Zuladung kennst du bei dem zufällig? Muss ich ins Datenblatt reingucken, aber ich würde mal so um die 800 Kilo bis 1100 Kilo schätzen. Ja, also rund eine Tonne, oder? Rund eine Tonne, genau. So, das ist so. Wir haben Full LED hier drin. Nein, haben wir nicht, aber optional natürlich möglich. So, ist möglich. Braucht man das unbedingt? Das ist ja die Frage, die ich immer stelle. Also der Robert sagt immer hier, von Morelo sagte, unbedingt haben, aber in der Praxis, ich sag mal, soll das Ding ja auch noch bezahlbar sein? Und hier haben wir jetzt ein Auto für rund eine Viertelmillion, die hier stehen. Das ist schon viel Geld. Aber du sagst, der Werterhalt bei Morelo im Moment auch für gebrauchte ältere Modelle unglaublich, ja? Ja, also gerade gebrauchte Morelos sind eigentlich so ein Spiegelbild für die Stärke der Marke und dieses Produktes, weil die Wagen einfach total vergriffen sind im Gebrauchtwagenbereich. Man bekommt kaum was. Es ist wirklich ein Produkt, wo man sieht, wie stark das in den letzten Jahren letztendlich so am Markt auch sich verfestigt hat, dass Morelo einfach Benchmark ist in dem Bereich. Ja, Trendsetter für Design. Die Busspiegel waren immer so das Argument. Sie haben immer die großen Busspiegel genommen, die ganz großen. Und das ist so für viele Männer natürlich so eine Traumerfüllung. Natürlich auch für die Frauen, gar keine Frage. Aber du hast alles hier mit drin. Du hast einen großen Bugspiegel mit dabei. Das heißt, du kannst vorne auf die Straße gucken. Genau, also du siehst eigentlich bei dem Wagen, wenn der auf dich zugefahren kommt, gar nicht, dass es sich um den Home handelt, sondern er hat alle auch optischen Merkmale der großen Baureihen. Hier insbesondere mit den Busspiegeln. Es gibt zwar auch die anderen Spiegel, die dann halt an der Seite hängen, aber wir statten unsere Autos grundsätzlich mit diesen Busspiegeln aus, weil wir einfach sagen, das gehört dazu. Das ist auch von der Sichtbarkeit, von den Sichtachsen für den Fahrer wesentlich angenehmer, weil der Kopf nicht so gedreht werden muss, weil die Übersicht viel besser ist, weil die Bordsteinspiegel integriert sind und man somit eigentlich diese ganzen Vorteile, auch vor allen Dingen sicherheitsrelevanten Vorteile, dabei hat. Ja, jetzt ist es so, die Proportionen von dem Auto sind sehr stimmig, wenn man hinten mal reinschaut. Das Heck ist nicht so riesenlang. Das ist also alles sehr stimmig. Also die Werte, wir haben von der Breite her, was haben wir jetzt, 2,35, 2,40? Genau, 2,35. Und es ist halt so, dass du bei dem Wagen eigentlich nur siehst, dass es sich um den Home handelt, wenn ein Palace daneben steht oder wenn ein Empire-Lander daneben steht. Und das ist eigentlich das Faszinierende an dem Wagen, dass du, wenn du ihn so wie wir ihn jetzt separat betrachten und separat filmen, gar nicht siehst, dass es sich um den Home handelt, sondern die ganzen Gene und die ganzen optischen Details, die ganzen Verarbeitungsvorteile der großen Baureihen hier eigentlich umgesetzt worden sind. So, hier vorne haben wir LED-Tagfahrlicht. Komm, wir gehen noch gerade einen Schritt zurück und reden noch mal über die Allgemeinheit. Es gibt ja, ich sag mal, Serienhersteller, will jetzt mal keinen Namen nennen, die haben auch auf Iveco Daily solche Fahrzeuge da und die kosten auch schon ein kleines Vermögen, über 200.000 Euro. Da kann man sich auch gleich ein Morelo leisten, ne? Ja, das ist ja auch der Erfolg vom Home, dass der Wagen in diesen wirklich
großen Stückzahlen gebaut wird, weil er einfach das, das so gut verbindet und das alles darstellt, was, ja, was du sonst eigentlich nur bei den ganz großen und sehr, sehr teuren Autos findest. Ja, was ziemlich cool ist, ist die Aufbautür. Die ist ein bisschen anders wie bei den meisten. Sie ist aber sehr breit und sie hat ein großes Fenster mit drin. Es ist, ich sag mal, nicht die ganz große RTW-Tür, die du hier kriegst, ja, sondern es ist ein bisschen kleiner, alles ein bisschen mehr Leichtbau, oder? Genau. Wir haben einfach beim Home natürlich den Anspruch, da auch die Zuladung so groß darzustellen, dass man da keine Einbußen hat. Und sicherlich ist an dieser oder jener Stelle dann auch, was so die Bauweise angeht, auch auf Leichtbau Wert gelegt worden. Hier vorne voll integrierte Markise, kam vor zweieinhalb Jahren ungefähr? Naja, ist schon ein bisschen länger her. Vor 4 Jahren eingeführt in der Serie und ja, mittlerweile, wie gesagt, in allen Baureihen so umgesetzt, ja. Was ganz krass ist, wenn wir gleich reingehen werden, ja, habe ich das Gefühl, die Tür ist fast noch breiter wie die andere Tür. Also ich weiß nicht, ob das täuscht oder was da ist. Wenn wir gleich reingehen, ich kann ja mal so ein kleines Sneak Preview machen. Drinnen wirst du, wenn du es nicht weißt, denkst du, du bist in einem Palace. Also merkst das gar nicht, weil es sind zwar 5 cm innen, das sind 2,5 cm pro Seite. Ich glaube, da musst du dich schon schwer tun, um es zu sehen. Aber auch alles andere ist so, dass du, wenn du mal drin bist, eigentlich so einen schönen Understatement Morelo hast. Und du sparst natürlich jede Menge Geld. Also muss ehrlich sagen, du kriegst einen echten Morelo vom selben Band. Der wird nicht in einer anderen Werkstatt gebaut, der kommt vom selben Band, oder? Also ich könnte mir vorstellen, wenn wir beiden jetzt das Home austauschen würden gegen einen Palace, den Schriftzug unter dem Fenster, dann würde man es fast gar nicht erkennen. Ich weiß auch, was ich gucken muss. Also ich gucke auf die Tür, die Aufbautür, die ist ein bisschen anders. Wenn sie gerade mal schließt, dann kann man mal sehen, die ist optisch natürlich erkennbar. Die Profis kennen das jetzt, sie hat nämlich kein Zahlenfeld. Das ist so. Ja, das stimmt. Mhm. So, und dann, was man auch noch sieht hier natürlich, ist die Klappenhöhe. Aber die ist, glaube ich, schon genauso hoch wie beim Loft. Also der Loft hat, glaube ich, die gleiche Klappenhöhe, oder? Genau. Das ist etwas niedriger. Dieser ganze Doppelboden macht natürlich dann auch die Gesamthöhe aus. Und somit ist es so, dass du hier volle Durchlademöglichkeit hast bis hinten vor die Wassertanks, die dahinter liegen. Sehr tiefen Stauraum, nicht ganz so hoch wie beim Palace und beim Empire Liner. Das stimmt, aber trotzdem natürlich voll einsatzfähig und auch voll nutzbar. Ne? Ja, Doppelbodenkonzept heißt, du hast keine kalten Füße per se, weil unten wird schon mal gewärmt. Da ist eine alte Heizung drin, eine Warmwasserheizung, alles ist durchwärmt. Genau. Insofern ist das Konzept vollkommen identisch, oder? Konzept vollkommen identisch und so wie ich eben schon gesagt habe, also diese ganzen technischen sagen wir mal Features, wie das Fahrzeug konstruiert ist, wie es gebaut wird, die Materialien, so wie das wie das Morelo macht, ist bei dem Home einfach 1:1 adaptiert. Sicherlich an dieser oder jener Stelle, was jetzt die, sagen wir mal, Ausstattung angeht, ein bisschen schlanker gehalten, aber das kann man natürlich über die Aufpreisliste dann entsprechend auch anpassen. Kann man auch übrigens abpassen. Ist ganz interessant. Du kannst auch ein Palace nackt machen, ja, dann also es geht sowohl vom einem runter an dem anderen rauf. Leute, die ein Home kaufen, haben ganz bewusst die Entscheidung oft getroffen, denn sie wollen ein etwas handlicheres Auto. Das Auto ist tiefer, das Auto ist nicht ganz so breit. Es fühlt sich mehr an, wenn man, ich sag mal, ein bisschen kleiner, gerade optimal für südlichere Länder, weil das ist Fluch und Segen zugleich. Ein großes Auto zu haben, heißt, du kommst nicht mehr auf jeden Stellplatz. Ja, das ist ja so. Und letztendlich ist es so, dass der Home ja, was die Höhe angeht, ja gut 30, 35 Zentimeter spart. Das ist eine Welt. Überleg mal. Das ist eine Welt, auch in der Breite etwas schmaler ist. Und dann hast du einfach einen Wagen, der ja mit einem Schlag alle ja, tollen Dinge vereint, aber auf der anderen Seite kompakt ist und auch nicht ganz so, sagen wir mal, balüsig dann im Handling. Ne? So, Außengasanschluss hat er. Dann haben wir hier unten einen Ladebooster mit drin. Auch der ist ordentlich. Die Technik, alles das, was ich sehe, ist vollkommen identisch gegenüber den großen. Ja. Kein Unterschied. Kein Unterschied, ja. So, also all das habe ich hier da, Ladebooster mit drin, ich habe Solarregler, hier ist eine Solaranlage drauf. Du hast mittlerweile, hast du ein Datenblatt in die Hand bekommen, sollen wir das mal kurz zeigen? Ja, ich habe einen Schlüssel.
Schlüsselhomagrad. Das ist übrigens das Heck. Ich zeige dabei mal das Heck. Auch hier siehst du keinen Unterschied, aber die Maske wurde speziell für dieses Modell nochmal modifiziert. Das heißt, die ist ein bisschen kleiner, nicht ganz so hoch. Und von den Proportionen her, hast du eben schon gesagt, also man muss sie nebeneinander stellen, damit du den Unterschied siehst, oder? Dann sieht man ihn, ja. Und wenn er alleine für sich steht, ist es wirklich ja, kaum zu erkennen. Ne? Matthias, das ist ja mal eine Garage. Also wenn du, ich sag mal, von einem Teilintegrierten kommst oder von einer anderen Marke, dann ist diese Garage hier höchst belastbar. Das liegt natürlich am Daily. Ja, der Daily ist ja in der Klasse eigentlich ja, Benchmark und letztendlich das Fahrzeug was oder das Chassis, was zu fast 100% genutzt wird. Und ja, das ist unheimlich stabil hier mit der Rahmenverlängerung hinten. Der ganze Stauraum, die ganze Heckgarage ist also sehr, sehr stark zu belasten und vereint also hier im hinteren Bereich dann den großen Lade. Wandler, der ja, letztendlich... Der macht alles in einem, oder? Der macht alles in einem, lädt und wandelt den Strom dann, wenn du frei stehst. Wir haben hier eine Solaranlage drauf, wir haben auch die großen Batteriepakete drin. Was mir gut gefällt, ist hier an der Seite nochmal die Schienen, die habe ich nicht. Wenn man die nicht mitbestellt, ist das optional, die Schienen hinten? Ja, das ist optional und kann natürlich individuell auch nachgerüstet werden. Ne? Gerade so eine Heckgarage ist ja für jeden anders genutzt und für jeden anders anzupassen auf die ja, individuellen Bedürfnisse, auf das, was man verstauen möchte. Und ein Roller geht, oder? Ein Roller geht, ja, klar. Es ist halt nur so, dass du ja, ja manche Kunden hast mit E-Bikes, manche mit Klapprädern, andere nehmen wie gesagt einen Roller mit und vielleicht auch einen E-Roller oder zwei E-Roller. Das ist ja bei jedem Kunden Gott sei Dank auch unterschiedlich. Ne? So, wir schauen mal kurz von hinten. Auch hier das Heck, da ist kein Unterschied. Morello. Das sind die 5 Sterne, die Leute gerne hätten. Morello, das ist der Traum vieler Menschen. Also wenn man hier sieht, hier oben ist das Heck mit drin, einmal in so einem Luxusreisemobil unterwegs zu sein, damit nach Spanien zu fahren. Wir gehen gleich mal rein. Dieses Panoramagefühl, die erhöhte Sitzposition, ein bisschen Trucker-Feeling, das haben die schon gut gemacht, oder, in Franken? Ja, absolut. Ja. Also der Umbau vorne vom Fahrerhaus, der ja, ja vom Reinhard Löhner irgendwann mal erfunden wurde, der jetzt ja in allen Luxusreisemobilen der Klasse verwandt wird, der ist ja hier beim Home auch 1:1 so umgesetzt, sodass man also viel höher sitzt, viel weiter vorne sitzt, der Wohnraum vergrößert ist, die Übersicht letztendlich natürlich auch viel besser ist und ja eigentlich nur Vorteile bietet, also eine richtige Revolution, die davor, ja, fast 20 Jahren auf dem Markt kam. Ne? Ja, das Ganze wird übrigens gebaut in einem Eldorado der Reisemobile dieser Art. Das ist eine eigene Klasse, die in Europa einzigartig ist. Ja? Das ist nicht vergleichbar mit Amerika. Wenn du gerade mal hinten aufmachst, bitte. Ja. Sag mal so lieb, Matthias. Du bist der Geschäftsführer von Felger und Welz. Felger und Welz gibt es schon sehr lange. Wie lange seid ihr am Markt? Ja, 40 Jahre. Rund 40 Jahre sind wir dabei. 1980. In Osnabrück angefangen und dann ja, 95 umgezogen hier in den Gewerbepark nach Bissendorf und mittlerweile ja, mit über 30.000 Quadratmeter immer wieder stückchenweise ein bisschen vergrößert. Ja. Was schön ist hier, was man sieht, also hier das ganze Heck ist nochmal hinterlüftet hier drin, da hast du nochmal Serviceklappen, dass du hinten ans Heck nochmal drankommst. Auch das Wechseln der Lampen und so weiter, das genau. Ist alles sehr, sehr einfach zugänglich. Sind die gut zu servitieren bei euch im Service? Ja, also das ist alles eigentlich von der Konstruktion so vorgesehen, dass du also im Nachgang nachrüsten, aber natürlich auch warten und reparieren kannst. Hier vorne Revisionsöffnung zum Beispiel, die kannst du aufschrauben, so genau. Holzteile haben, Schrauben mit drin. Eure Leute wissen genau, was dahinter ist, oder? Ja, da sind die verschiedensten Sensoren natürlich drin dahinter oder irgendwelche Pumpen. Also Morello hat da natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Erfahrung mittlerweile und bringt dieses ganze Auto dann also von der Konstruktion auch schon so zum Händler, dass wir hier letztendlich dann beim Service auch einen einfachen Job oder einfacheren Job haben. Ne? Seitzrahmenfenster, die ganzen sind getönt. Das sieht man hier unten sehr schön und wir gehen mal gerade einen Schritt weiter. Hier ist wahrscheinlich die Heizung.
Da ist die alte Heizung. Auch hier muss man ja mal eine Lanze ins Feld werfen. Die 3020 ist Industriestandard geworden aus Schweden. Eine Warmwasserheizung, richtig wie in einem Einfamilienhaus. Alles wird hier abgebildet. Boiler, Heizung, alles. Ja. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten vor 20, 25 Jahren, da war es schon, da gab es auch Alde, aber da war die Technik noch lange, lange, lange nicht so weit und nicht so prozesssicher, wie sich das heute darstellt. Alde ist, ja, ist nicht wegzudenken und alternativlos und natürlich auch vom Heizkonzept, das Heizkonzept, was präferiert werden muss und sollte und auch wird. Ja, hier weiß ich schon, welche Toilette hier verbaut ist, nämlich die, die man sehr gut reinigen kann. Das werden wir gleich mal oben sehen. Water Refill. Das Ganze ist eine Festtanktoilette. Das heißt also, sie wird, das Feste wird zerkleinert. Ja, wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist natürlich ein super System, was den Kunden einfach einen stressfreien Urlaub in Sachen... Keine Chemietoiletten schleppen, oder? Ja, genau. Es ist stressfrei. Wir haben natürlich immer vereinzelt nochmal jemanden, der auch die normale Toilette möchte. Aber es ist so, dass wir ja bei dem Wagen 95% mit Festtanktoilette verkaufen. Also Festtank heißt, ich habe einen festen Tank, dann wird der Urin und die Fäkalien werden zerkleinert, werden in den Festtank geleitet mit dem Spülwasser und das wird zentral entsorgt. Das können wir uns gleich mal angucken. Das ist das Datenblatt. Das Modell heißt Home 82 LS, Modelljahr 2023, Iveco Daily. Also die vollen 209 PS hat er. Da ist kein Unterschied im Motor, oder? Da ist überhaupt kein Unterschied. Also der Motor, die Assistenzsysteme, all diese, ja, sagen wir mal, sicherheitsrelevanten Dinge auch, die sind hier verbaut. Da ist überhaupt kein Unterschied zu den 7,5-Tonnern. Der hat eine schöne Ausstattung, hat Lithium-Paket mit drin. Das ist auch mal ganz wichtig. Er hat Solar, hat er mit eingebaut. Stauraumbeleuchtung haben wir gesehen. Also viele Extras, Mikrowelle. Er hat ganz viele Dinge, die wir uns gleich mal von innen auch mal anschauen können. Das Ganze 263.500 Euro. Du hast ein Schild nochmal gemacht. Darf ich das mal kurz filmen? Ja, habt ihn ein kleines bisschen reduziert, denn du kannst dich noch dran erinnern, es gab mal das Jahr 2019. Und da war es so, da seid ihr den Kunden mal ein bisschen entgegengekommen, wenn man natürlich, ich sag mal, vollkommen ausverkauft ist, ja, Wartezeiten hat mit allen drum und dran, ja, dann gilt Angebot und Nachfrage, du bist ein sehr langer Morelo-Händler. Normalisieren sich die Dinge so ein bisschen auf dem Markt? Das heißt, also man kann jetzt auch ruhig mal bewusst auftreten als Käufer? Ja, das ist schon so, dass wir natürlich... im Moment einen riesen Vorlauf noch haben, der ist ja bis zu 2 Jahre lang bei Neubestellungen. Aber die großen Händler in Deutschland sind auch schon in der Lage, jetzt Fahrzeuge zu liefern, die halt über einen sehr langen Zeitraum vorbestellt waren. Und das ist so ein Wagen, der ist ganz neu, der ist fast noch warm, kommt vom Band, gerade vom Band. Ist noch nicht zugelassen. Noch nicht zugelassen, genau. Und den haben wir aber schon vor gut 2 Jahren bestellt. Und deswegen sind wir halt heute in der Lage, den auch anzubieten. Ne? Das Ganze für dich als Händler sehr interessant. Du unterliegst den gleichen Restriktionen wie den Kunden, die auf der Messe kaufen. Gleitpreisklausel, der hier ist jetzt auch bezahlt. Jetzt kannst du kalkulieren, aber bis zum Ende bist du dir nicht 100% sicher, wie wird der Preis sein, den du kriegst, oder? Das ist alles krass im Moment, oder? Ja, das ist wirklich krass und ist natürlich so eine Entwicklung, die wir ja, uns vor einiger Zeit hätten gar nicht vorstellen können. Bei dem Wagen ist jetzt natürlich alles fein. Der ist bezahlt, der ist ja, für den Kunden abholbereit und natürlich auch vom Preis fix. Ja, das kann man gleich nochmal zeigen. Zeig nochmal das Schild. Du hast so ein Dreier-Schild gemacht. Da habe ich gesagt, hier, also 263.500 ist der Endpreis. Man spart im Moment 18.600 Euro. Liste ist 282.100. Du bist autorisierter Morelo-Vertragspartner für Neufahrzeuge und für Service. Wir haben Videos gedreht, mittlerweile über 100.000 Aufrufe, beide Videos. Du hast nachgerüstet, eine Staukasten-Klimaanlage, Solar hast du nachgerüstet. Dieses Auto hier hat Leerkanäle. Hier kannst du alles nachrüsten, was geht, oder? Das ist das, was ich eben schon sagte. Also die Konstruktion von dem Auto ist eigentlich so aufgebaut, dass du auch als Servicebetrieb da extrem
gut und prozesssicher nachrüsten kannst. Das heißt also, diese ganzen Kabelführungen für die möglicherweise Klimaanlage oder für eine Erweiterung der Solaranlage, für eine Vierseitenkamera oder für whatever du möchtest, ist eigentlich sehr gut und vor allen Dingen auch sicher zu gestalten. GFK ist das Mittel der Wahl. Also ganz oft hast du Formbauteile, hier hat man gesehen, du, Control, zwei Gasflaschen. Das Fahrzeug ist extrem gut gedämmt. Das sorgt natürlich dafür, dass du mit zwei Gasflaschen problemlos nachkommst. Deine Empfehlung ist hier bei dem Auto, wenn jemand Winterurlaub macht, ruhig die Dieselstandheizung, mit dazu bestellen. Die kostet, ich glaube, mit Einbau so 2.500 Euro, die Webasto. Und dann kommt das hin? Ja, 3.000 Euro, ja. Okay. Und ist eine tolle Ergänzung zu der Gasheizung, ne? Auch wenn man mal kein Gas hat oder wenn irgendwo zugeheizt werden soll morgens, wenn man aufsteht und bei minus 20 Grad dann den Frontrolladen hochmacht, dann ist es natürlich so, dass du ganz gerne für eine kurze Zeit nochmal ein bisschen Power brauchst oder benötigst, um die Frontscheibe auch frei zu enteisen. Und von daher ist so eine Dieselstandheizung natürlich für die Wintercamper immer eine tolle Ergänzung. So, vorne Starterbatterie und Dieseltank. Optional gibt es auch einen großen Tank. Was hat der für einen Tank drin, weißt du es? Aus dem Kopf nicht. Ich denke mal, dass der einen 140 Liter Tank hat. Ich müsste mal in die Konfiguration schauen. Kann man gerne mal anschauen. Also, wir werden die Konfiguration, die schickst du mir bitte noch, die werden wir in die technischen Daten reinschreiben. Ich werde den Link reinmachen zu mobile.de, da stehen alle drin. Mhm. Und wir gehen am besten mal rein und drinnen eröffnet sich deine Welt. Du sagst, also wenn jemand drin ist, du würdest jetzt die Augen verbinden, die Leute reinführen. Sie würden nicht merken, dass man nur eine Stufe hat, ja, weil daran könnte man es auch erkennen. Der Loft und Palace haben zwei Stufen, der hat nur eine. Ja, das stimmt. Der ist etwas niedriger, auch vom Chassis etwas niedriger. Und von daher kommt man also mit einem Tritt in der Trittstufe, in der elektrischen aus. Wenn man reingeht, wenn man sich umschaut, wenn man die Materialien anfasst, dann erkennt man keinen Unterschied. Der Fernseher an der Seite, das kenne ich von meinem 78 FX. Ja, das ist, finde ich, ich persönlich fand es genial, weil du dich nämlich hier hinsetzen konntest, auf diesen Master Chair. Das ist nämlich sehr interessant. Und konntest die Beine lang machen. Und dann konnten beide das drehen. Und dann ist auch der Abstand zum Fernseher optimal. Das sind alle Smart TV mittlerweile, oder? Das sind Smart TVs, genau. Er hat jetzt hier die Soundbox noch mit unten drunter, die einfach einen ganz tollen Klang auch nochmal bringen. Man kann ja auch Radio hören darüber. Also es ist wirklich unheimlich viel investiert worden. Gerade diese ganzen digitalen Komponenten bei dem Auto sind natürlich extrem nach vorne gebracht. Hier insbesondere vorne im Fahrerhaus natürlich die Fahrassistenzsysteme, die wir haben mit Abstandsregeltempomat und mit vielen Komponenten, die ja einfach diesen digitalen Weg dann auch beschreiben. Ne? Sag mal, Matthias, ist das echt ein Home? Weil ich komme gerade aus dem Loft 82 LB. Ich merke jetzt keinen Unterschied. Gut, der hat kein Hubbett wie meiner. Das macht nochmal Größe und Raum. Dafür kann man den Tisch hier absenken und daraus nochmal Bett machen vorne. Also wenn man es mal raus, Enkelchen. Ja, hinten in der Heckgarage liegt das Ausgleichspolster. Man kann also mit vier Personen dann oder könnte auch mit vier Personen fahren. Ist natürlich hier mit dem absenkbaren Tisch optimal dann. So, wir gucken mal nach vorne. Du hast es eben kurz erwähnt, die Fahrerassistenzsysteme kosten nochmal 7.000 Euro extra, sind hier schon mit drin. Ja, die sind mit drinne, die sind verbaut. So, das heißt Spurhalteassistent aktiv. Das heißt, der hat sogar Lenkeingriff mit drin, das kennt man vom PKW, so leicht. Also er steuert so ein bisschen gegen, dass du das hast. Dann hat er, was auch ziemlich toll ist, ein Abstandstempomat mit eingebaut. Mittlerweile Standard bei Elektroautos und so weiter und so fort, aber im Nutzfahrzeugbereich nur in den großen Klassen. In den ganz großen Klassen, und das ist ja bei Iveco jetzt seit einigen Jahren auch möglich, dann mit diesem Abstandstempomat, Regeltempomat dann wirklich total entspannt zu fahren. Ne? So, hier ist es mit drin. Da vorne sind die Sensoren mit drin. Da gibt es zwei Sensoren. Und die wichtigsten Sachen kann man ein- und ausschalten. Da hat Morillo nochmal eine Anpassung gemacht. Das heißt, dieser Daily, den man kennt, der ist ja normalerweise in einem Blechchassis mit drin. Der wird sehr aufwendig von Fahrzeugbau Meier in Deutschland umgebaut und auf diese Höhe gemacht, sodass man von außen gar nicht mehr sieht, dass da jetzt quasi ein DHL-Auto drunter ist, oder?
Ja, sieht man überhaupt nicht. Sieht man überhaupt nicht. Und ja, Fahrzeugbau Meier ist ja da ja, Marktführer und ja, auch Miterfinder dieser Technik und dieser Konstruktion. Und ja, hier vorne ist es genauso wie in den anderen Baureihen auch. Es ist ein Cockpit, was speziell angefertigt wurde, was hochgesetzt ist, was weiter nach vorne gesetzt ist, sodass also hier wirklich der Wohnraum nochmal optimal genutzt wird und vor allen Dingen auch die Sitzpositionen des Beifahrer- und Fahrersitzes so weit auseinander sind, dass man hier ja, ganz entspannt aneinander vorbeigehen kann und den ganzen Wohnraum natürlich dadurch nochmal wesentlich geräumiger und vor allen Dingen auch ja, großzügiger macht. Ne? So, wenn die Leute das Ganze abholen hatten, noch nie so einen Vollintegrierten in der Größe, haben die Ehrfurcht beim Losfahren? So ein bisschen? Ja, mit Sicherheit Ehrfurcht, klar. Ist ja auch ein teures Auto, was viel kostet und ja, man ja oftmals wirklich auch nur einmal im Leben sich so eine Investition dann leistet und von daher ist das natürlich so, dass man Ehrfurcht hat, aber die Sitzposition selber, ich sagte das ja gerade schon mit den Spiegeln und auch jetzt mit der nach vorne gezogenen Sitzposition, mit den nach außen gezogenen Sitzplätzen und auch mit den ganzen ja, Iveco-mäßigen Komponenten ist schon so, dass man eine sehr gute Übersicht hat und auch ja, sehr sicher fahren kann. Hier vorne, das Garmin-Navi kennst du aus der Fliegerei. Du selber bist ja gerade am Flugschein dran und das ist schon sehr gut. Man kann die Höhendaten eingeben, man kann es abnehmen. Das heißt, auch der Beifahrer kann während der Fahrt ganz bequem die Routenplanung machen. Das hat sich jetzt auch durchgesetzt. Dann hast du hierbei elektrische Verdunklungssysteme mit dabei. Das ist auch ganz praktisch. Man drückt auf den Knopf drauf und hat dann sofort die Möglichkeit, hier vorne zu verdunkeln und das Ganze isoliert nochmal ein kleines bisschen hier im Fahrerhausbereich. Alles ist nochmal hier mit Luft nochmal hinterströmt, sodass also es nicht passieren kann, dass hier vorne zu viel Kondenswasser abläuft. Also da hat Morillo sich was einfallen lassen. Ja, die Warmluft wird da so ganz ja, auf dem direkten Wege vorne an die Frontscheibe geführt und somit hat man dann also ja, selbst im tiefsten Winter eine tolle Belüftung und vor allen Dingen eine tolle ja, Enteisung der Frontscheibe. Was mir auffällt ist jetzt, also ich fahre im Moment, wie gesagt, Loftliner, gefühlt so von außen zwei Nummern größer, aber gar nicht, aber innen hast du überhaupt keinen Unterschied, gar nichts. Nee, hast du nicht. Das siehst du gar nicht, was da möglich ist und vor allen Dingen, was die Platzverhältnisse dann einfach generieren. Ne? Lenkrad ist abnehmbar, das ist auch schon mit drin. Dann hast du, was ich ganz toll finde, ein Mikrofaser hier als Stoffbezug. Sehr warm, aber trotzdem weiß. So, es fühlt sich an wie Wildleder so ein bisschen. Ja, genau. Ist aber nicht so empfindlich. Genau. Ist sehr gut zu reinigen. Ist also selbst wenn man einen Fleck drauf hat, hat man die Möglichkeit, das entsprechend gut zu reinigen. Und es ist natürlich im Winter auch wärmer. Ne? Also diese Mikrofaserbezüge haben ja den Vorteil, dass du im Sommer es nicht zu heiß hast und im Winter vor allen Dingen nicht zu kalt. Ja, das Ganze hat so ein sehr, sehr, also ich selber habe schon tatsächlich Rotwein von dem Mikrofaserbezug. Wenn du dich beeilst, die sind alle so ein bisschen imprägniert am Anfang. Das kann man nachbessern. Da gibt es viele Pflegehinweise, aber sie sind sehr, sehr reinigungsfreundlich. Das heißt also, dort kann man wirklich sehr gut reinigen. Es fühlt sich sehr wohnlich an. Überhaupt, Morillo hat eins geschafft. Die rennen nicht hinter jedem Hotel-Design-Trend hinterher, sondern machen die Fahrzeuge extrem wohnlich, sodass man über eine lange Zeit Freude an dem Fahrzeug hat. Also das ist nämlich gar nicht so einfach, weil oft ist es so, die Möbelhändler, kennst du selber, die haben jedes Jahr neue Trends, was irgendwie kommt. Und das ist im Wohnmobilbereich ein bisschen anders. Du bist auf kleinstem Raum, da kann man viele Fehler machen. Was auffällt, immer sehr hell, sehr freundlich, also sehr wohnlich. Ja, genau. Und letztendlich ist ja so ein Auto wird ja über viele Jahre gefahren. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, ja, die Ausstattung so zu wählen, dass es nicht zu modern ist. Also, dass der Wagen wirklich in einigen Jahren immer noch eine Aktualität hat und nicht in zwei, drei Jahren dann letztendlich schon wieder irgendeinem Modetrend ja, hinterherhinkt und dann einfach auch nicht mehr so schön ist. Ne? Man kann ein paar Sachen wählen. Hierbei habt ihr schön gewählt. Ihr habt Kontraste gemacht. Kontraste sind immer gut. Hier habe ich zum Beispiel eine Schieferoptik auf dem Tisch drauf. Auch diesen Tisch kann man erweitern. Brauchen wir jetzt nicht zu zeigen. Aber
er ist nicht zu klein und nicht zu groß, denn die Durchgangsbreite hier, das ist nämlich das, was die Leute als Raumgefühl auch ausmachen, die sind durch diesen Tisch hier, der zwei Tischbeine hat, guck dir das mal an, also sehr, sehr stabil steht, natürlich optimal unterstützt. Du hast ein tolles Raumgefühl hier drin, macht aber auch das fehlende Hubbett. Ich glaube, die Entscheidung, kein Hubbett zu haben, wenn du es wirklich nicht brauchst, ja, du wirst es nicht bereuen. Ja, letztendlich ist es ja so, auch allein beim Aufstehen ist es so, dass man stößt nicht runter. Man hat hier nochmal diese zusätzliche Stauflächen und Staufächer in dem Bereich. Und ja, wenn halt jemand mal hier mit schlafen möchte, dann ist es kein Problem, das in zwei Handgriffen runterzuklappen, Ausgleichspolster rüberzulegen und dann hat man eine Liegefläche. Ja, geh ruhig mal vor, bitte, Matthias. Wie groß bist du heute? Ich bin immer noch 1,73 klein oder groß, je nachdem. Es ist ganz wichtig zu erwähnen, 1,73, ich bin 1,83, ich bin rund 10 cm größer, habe Schuhe an, nämlich die guten On-Schuhe mit 6 cm Sohle. Ja, die sind im Winter toll, die isolieren ein bisschen, aber du merkst, die Kopffreiheit bei dir, wenn du mal gerade mit der Hand mal drüber gehst, das ist enorm. Also wir sind im Home. Genau das ist es ja, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass das einfach ja ein absolut vollwertiges Morelo-Reisemobil ist. Ne? Guck mal hier unten, absolut barrierefrei bis zum Bett. Von vorne bis hin, also wenn du es einmal reingeschafft hast hier drin, ja, du hast keine zusätzlichen Stufen, die dich irgendwie stören. Und was ich natürlich, mein absoluter Favorit, da kommen wir gleich aber zu, bitte bleibt dran, guckt euch das an, das ist dieses Badezimmer. Das habe ich jetzt im Moment auch so, im gleichen Grundriss. Denn du kannst die Tür einmal schließen, das ist, glaube ich, optional hier, das Glas drin. Ja, in der Tür? Das ist optional, kannst du auch dicht bekommen, wobei es so natürlich ein bisschen schöner ist, man hat so ein bisschen Lichtdurchfall und es ist natürlich auch gestalterisch sehr schön. Ne? So, jetzt kommen wir mal zur Küche. Das ist, glaube ich, die Serienküche, die es gibt. Und ist das beim Home so? Gibt es da verschiedene Küchen oder gibt es diese? Nee, gibt es keine unterschiedlichen Küchen, aber es gibt natürlich verschiedene Küchenarbeitsplatten und in diesem Fall ist es jetzt halt ein Korean in diesem schönen Pepperton. Sehr pflegeleicht und vor allen Dingen kratzfest, hitzebeständig. Ja, ist 75% Granit und 25% Bindemittel und dadurch hat man eigentlich ja wie eine Steinplatte die Küche. Ne? Ist das wirklich so? Weil die meisten Leute gehen da mit Ehrfurcht dran. Mal ein warmer Topf macht dem nichts, oder? Mal. Nein, also warmer Topf macht dem nichts. Natürlich ist es so, man sollte hier auch vorsichtig mit sein, denn es ist ja doch wertvoll und ist zwar kratzfest, ist auch zu reparieren. Also selbst wenn man jetzt mal einen Kratzer drin hat, kann man mit Polierpaste und mit entsprechendem Schleifmittel das auch reparieren. Aber man muss da ja nicht mit Absicht dran. Verstehe. So, hier oben hast du nochmal ein Fenster über der Küche und da könnt ihr jederzeit, ihr habt Klimaanlagen, die genau in diesen Ausschnitt reinpassen, man kann das nachrüsten, oder? Man kann auch diese Lüfter, diese neuartigen Lüfter einbauen. Ja, man kann hier natürlich einen Lüfter einbauen, 12-Volt-Lüfter. Die Position der Klimaanlage würde ich aber eher hier im Durchgang sehen. In der Mitte. Sodass man dann den Schlafbereich und den Wohnbereich, je nachdem, kühlen kann. Das ist ja sehr schön möglich hier über die Raumtrennertür und auch hinten über die Schiebetür, sodass man also die Bereiche dann wirklich separat auch kühlen kann. Ja, Kleiderschrank ist mit integriert. Daneben aber zuerst, du hast ja die Küche in zwei Teilen aufgeteilt. Du hast auf der rechten Seite Kochen und Schränke hier mit drin. Und auf der linken Seite hast du Kühlschrank und Mikrowelle mit eingebautem Grill. Das ist auch richtig schick. Das heißt, ihr habt eine Mikrowelle gefunden bei Morelo, die exakt so breit ist wie der Dometic Tower. Das ist, sieht toll aus und klappt auch in der Praxis gut, oder? Ja, gerade mit dem Elektropaket ist es so, dass man hier wirklich über 220 Volt dann hier grillen, Mikrowelle betreiben kann. Letztendlich ist es ja so, dass auch die Kühlschränke mittlerweile auf Elektro funktionieren, sodass man da also auch kein Gas mehr braucht. Kompressor, Kühlschrank. Sind viel leiser geworden. Also der gleiche Dometic, der sieht von außen genauso aus, ist, glaube ich, vor zwei Jahren war der noch zu hören. Jetzt hörst du ihn fast gar nicht mehr. Ja, der Kompressor ist umgesetzt worden an eine separate Position, sodass also die
Geräuschentwicklung da nochmal reduziert werden konnte. Und ja, es ist einfach ein total stressfreies System und halt Kompressortechnik, sodass wir dann auch im Sommer, wenn es heiß wird, entsprechend sehr gute Kühlwerte hat. Ich habe einen kleinen Unterschied, habe ich jetzt gefunden, gegenüber dem Loft. Mein Kleiderschrank ist ein bisschen größer, der geht ein bisschen mehr nach rechts, aber der ist auch ein bisschen länger, muss ich zur Schande gestehen. Aber der Kleiderschrank ist doch groß. Ja, wobei ich da auch was Positives drauf antworten kann. Das ist der 82 LS, in dem wir hier sind. Und der 82 LS hat also nicht nur diesen Kleiderschrank, sondern der hat als Besonderheit am Fußende der Betten nochmal zwei Kleiderschränke, rechts und links. Ah, die fehlen bei mir. Ja. Die fehlen bei dir, genau. Ja, das heißt, du hast hier einen Kleiderschrank, du kannst hier hängende Kleidung machen, auf beiden Seiten, nämlich einmal oben, einmal unten. Er, sie hat jeweils einen eigenen Kleiderschrank, den habe ich nicht. Dafür ist der eine Kleiderschrank natürlich ein bisschen kleiner. Alles ist innen beleuchtet, auch das ist, glaube ich, eine Option der beleuchteten Schränke. Oder ist das Serie? Serienmäßig. So, hier hast du das Badezimmer. Genau das Badezimmer habe ich auch und ich liebe es, weil du die Toilette komplett trennen kannst vom Rest. Du hast also die Toilette nicht im Raumbad. Der eine mag das so, der andere so. Du hast ein bisschen weniger Platz. Was ist dein Favorit persönlich? Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also hier ist es so, dass wir mit dem 82 LS ja ein richtig vollwertiges Reisefahrzeug haben. Der ist relativ kurz. Der ist von den Aufbaumaßen, Breite, Höhe wirklich als wirklich kompaktes Reisefahrzeug zu sehen und hat als Besonderheit gegenüber den anderen Home-Modellen in der LS-Variante, wie gesagt, diese beiden Kleiderschränke noch zusätzlich, alle anderen Komponenten, Küche, Wohnbereich, aber auch hier dieser Sanitär-Duschbereich ist identisch zu dem 78er, der etwas kürzer ja noch ist. Ne? Ja, hier ist diese neue Toilette. Wahrscheinlich dank der Pandemie kamen neue Lieferanten auch zum Zuge. Ja, in dem Fall Tedford hat die Tecma-Toilette aus im Seebereich. Und wenn du die mal gerade öffnest, die ist nämlich nicht so wie die Dometic-Toilette, dass du also hier ein schwarzes Loch hast in der Mitte, sondern du hast hier einen Vollkeramikkorpus, der sich super reinigen lässt. Und auch, ich kann aus Erfahrung sagen, das, was drin ist, spült sich sehr gut ab. Ja, also es ist... ist eine tolle Toilette, spitzenmäßig, absolut störungsfrei auch. Wenn man halt nicht Dinge reinwirft, die nicht rein sollten, ist das wirklich ein System, was perfekt funktioniert. Und was keine Tempos reinwerfen. Zum Beispiel. Ja, also keine Tempos, auch wirklich normales Toilettenpapier, zweilagig, okay. Also da bitte drauf achten. Man kriegt sie zwar nochmal repariert, aber es ist Aufwand. Also schmeißt nur Sachen rein, die man wirklich leicht zerreißen kann. Das ist so. Und die sich auch im Wasser auflösen. Genau. Und dann hast du eigentlich ein System, was perfekt funktioniert und was ja auch vor allen Dingen stressfrei ist, weil man ja, über einige Zeit nicht entsorgen muss und somit also keine Laufereien hat. So, und hier ist die Dusche. Da duscht man wie zu Hause. Das heißt, du hast eine Druckwasserpumpe mit drin und auch der Strahl, der rauskommt, ist so fest wie zu Hause. Du hast auch genug Wasservolumen. Also das wirklich die Leute mal eine Woche, zwei. Man duscht hier natürlich ein bisschen anders wie zu Hause. Also ich persönlich dusche da nicht so, dass ich das Wasser laufen lasse, wenn ich mich einseife. Ich mache dann aus, seife mich ein. Und aber der Trick ist, wie man richtig heißes Wasser isst, ist eigentlich ganz simpel. Ja, es gibt eine Einstellung bei der Heizung, zeig mir den mal bitte. Und bevor es losgeht, kann man das Wasser richtig erheizen, oder? Ja, man muss eigentlich hier nur ins Menü reingehen und im Menü dann entsprechend hier die Heizleistung hochsetzen, sodass also dann die Kesseltemperatur und vor allen Dingen auch das zur Verfügung stehende warme Wasser nochmal erhöht wird. Ja, hier sind wir auch schon gleich bei der Heizung. Kannst du ruhig anlassen mal kurz. Da ist eine Elektropatrone mit drin. Das bedeutet also, wenn ich feststehe, kann ich zum Beispiel mit einem kW, das können also viele zuheizen, das ist gerade so in der Jahreszeit so 5 Grad Außentemperatur, 6 Grad bis 10 Grad, 15 Grad, langt ein kW und da kann ich mich ganz normal mit dem Anschluss am Campingplatz auch beheizen. Das geht, ja, sicherlich. Gas ist in der Regel noch etwas günstiger, aber das geht und was hier eigentlich ein großer Gebrauchsvorteil ist, dass wenn du den Wagen irgendwo abgestellt hast, in der Halle oder neben dem Haus, kannst du den Wagen halt frostfrei halten, ohne dass du jetzt Gasflaschen
schleppen musst, stellst auf 5, 7 Grad ein, hast also alle Dinge, die hier drinne sind, nicht klamm und vor allen Dingen nicht kaputt gefroren im Ernstfall und bist du also dann in der Lage, wirklich völlig ja, servicefrei und ohne, dass du darauf achten musst, den Wagen frostfrei zu halten. Er hat eine Satellitenanlage schon gleich mit eingebaut. Das ist mittlerweile immer noch Standard hier in den Fahrzeugen, Sat-Anlage, aber smart, also mit Router und so weiter, das ist mehr am Kommen, kommt? Ja, kommt. Mit aller Macht, kommt mit aller Macht, wird noch ein, zwei Jahre dauern, bis das 5G-Netz dann richtig ausgebaut ist und überall flächendeckend auch angeboten wird. Und dann werden mit Sicherheit auch die Sat-Anlagen ja nicht mehr ganz so notwendig sein, weil man halt dann auch über dieses Smart TV und mit dem entsprechenden Router überall Empfang hat und alles sich aus dem Netz holen können. Ja, schönes Teil, indirekte Beleuchtung. Hier haben wir noch eine Option verbaut. Wir haben einen Lederhimmel. Das ist also sehr leicht zu reinigen. Ich habe immer einen Stoffhimmel. Ich hatte mal Leder. Ja. Muss man sagen, ist ein bisschen lauter, der Lederhimmel. Der Stoffhimmel ist ein bisschen leiser, aber das ist Geschmackssache. Das ist aber schon eine Option. Das kostet Aufpreis. Ja, genau. Das ist dieser Glattlederbezug. Die Version Teppich ist serienmäßig und gegen Aufpreis ist halt dieser Kunstlederbezug zu bekommen. Ich möchte ihn nicht anders haben. Also ich bin eigentlich seit Anfang an, seitdem Morello das anbietet, immer mit dem Lederbezug unterwegs. Ich bin Stofffan. Also es ist jeder, wie er will. Aber Leder, sagst du, das ist ein bisschen edler, lässt sich leichter reinigen. Ja, es hat mehrere Vorteile. Ne? Es lässt sich leichter reinigen, ist schöner, bietet also gerade auch hier oben in dem Bereich zu den Möbeln immer einen ganz sauberen Abschluss. Und ich finde es einfach schöner, gerade wenn der Wagen älter wird, wenn man vielleicht dann 10 Jahre hat oder so, ist so ein Kunstlederbezug immer schöner und immer gepflegter als ein Teppich. Magst du mal hinten einsteigen ins Bett und dich mit dem Poppes mal auf eine Seite setzen, dass wir mal zeigen, wie schön man da einsteigen kann? Denn du hast eine große, breite Stufe, gerade dann, wenn ich nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs bin. Hier sieht man auch noch ein schönes Detail. Man hat noch mal eine Klappe mit drin. Das heißt, hier kann ich öffnen, kann ich Schuhe oder Unterwäsche reinwerfen. Hier ist bei mir immer in der IKEA-Tüte. Ich habe so eine 50 Cent IKEA-Tüte drin. Und da kommt bei mir immer die Schmutzwäsche rein. Das ist da drin. Hier vorne hast du noch ein Thermostat mit eingebaut. Ist es Option, Thermostat? Das ist Option beim Home und bietet die Möglichkeit, dann das Schlafzimmer individuell zu temperieren. Entweder warm, kalt, je nachdem, wie da die Wünsche des Kunden sind. Ne? So, hier hast du einen Fernseher. Kannst sogar drehen, dass du beim Duschen Fernsehen gucken kannst. Zum Beispiel. Okay, auch da habe ich das eingebaut. Und jetzt hat man hier die Option Liegewiese, geht das bei dem theoretisch? Geht auch, ja, klar. So, aber hier ist der Einstieg leichter, ne? Hier ist der Einstieg viel leichter und Liegewiese ist auch, ja, von manchen Kunden gewünscht. Der eine so, der andere so. Genau. So, das hängt ja auch von der Länge ab. Die allermeisten haben diese Ausführung hier, die ist Serie. Und da hast du auf der Seite hast du ein ganz langes Bett. Ich glaube, über 2 Meter sind wir hier. Und dann hast du aber auch Liegekomfort. Wenn du das mal bitte anhebst und mir das mal zeigst. Die Matratze ist, glaube ich, guck mal, wie dick die ist. Und darunter hast du Tellerfedern. Der Schlafkomfort ist sensationell. Also wenn ich hier in einem Morello liege, hat aber auch was damit zu tun, keine Hunde zu Hause, die dich nachts rausholen, der Sohn ist nicht da, die Frau ist nicht da, du bist ganz für dich alleine. Die meisten schlafen im Reisemobil besser als zu Hause. Warum ist das so? Ja, da gibt es mehrere Gründe. Also natürlich ist die Wahl der Matratze und der Unterfederung ganz, ganz wichtig. Die Höhe, die Kopfhöhe ist wichtig und letztendlich ist es, so erlebe ich das einfach, so dass in einem Reisemobil natürlich auch immer so eine gewisse heimliche Atmosphäre bisschen Zeltlager herrscht. Ja, Zeltlager, ja, die Nähe zur Natur und trotzdem ist man ja geborgen in dieser Kajüte, nenne ich es einfach mal, und hat dann einfach einen traumhaften Schlaf, besser als zu Hause. So, komm, wir gehen mal raus. Vorher zeigen wir noch die Abtrennung. Du kannst sie also hinten nochmal zumachen und kannst ein komplettes Raumbad generieren. Das Besondere bei dem hier ist, wenn du kurz mal öffnest, Matthias,
und mir mal diese Tür zeigst, die lässt sich um 180 Grad schwenken und hat in der Mitte ein Magnetschloss. Das heißt, wenn du langsam machst, dann schnappt das hier ein, man kann die Tür abschließen. Und somit kannst du dich quasi in dem Bad mit der Dusche als Raumbad bewegen. Das heißt, jemand kann duschen, kann auf der Toilette, kann sich hier komplett bewegen. Und das Ganze gibt es in einer, glaube ich, anderen Grundrissversion mit einem offenen Bad, richtig? Ja, das gibt es in einem offenen Bad. Es ist halt hier so, dass du nicht nur durch diese, sagen wir mal, Abtrennung halt einen Bereich schaffst, wo du dich wirklich fertig machen kannst als Hygiene und als Intimbereich, aber du hast dann zusätzlich durch diese beiden Schiebetüren oder durch die Schiebetür und durch diese 180-Grad-Tür die Möglichkeit, den Wohnraum vom Schlafraum zu trennen und dann auch nochmal eine Geräuschdämmung zu haben. Wenn jetzt jemand früher ins Bett geht oder morgens früher aufsteht. Ach so, einer guckt Fernsehen nach vorne, der andere schläft schon und dann hörst du von vorne fast gar nichts mehr, oder? Ja, weil du praktisch zwei Türen hast und dann noch den Luftpuffer dazwischen, ist eigentlich optimal. Magst du mal gerade beide Türen zumachen und mal nach hinten ins Schlafzimmer gehen und mal in der Lautstärke, wie du gerade eben mit mir gesprochen hast, mit mir reden? Und Matthias? Ja. Ich höre dich fast gar nicht mehr. Bitte mal laut schreien. Hallo. Lauter. Hallo. Krass. Ist gut? So, das heißt, also wirklich könnte einer hier noch arbeiten vorne, könnte noch was machen. Der hinten könnte zum Beispiel Fernsehen gucken. Die würden sich nicht, ich glaube, sich mal aus dem Weg gehen. So lieb, wie man sich hat, ist auch nicht schlecht, oder? Ja, ist einfach, man wacht morgens auf, will schon mal nach vorne gehen, Kaffee kochen oder wie auch immer oder bleibt abends länger auf. Das ist einfach für das Zusammenleben in so einem Reisemobil ganz, ganz wichtig, dass man sich auch zurückziehen kann und dass man letztendlich auch durch diese Systeme dann entsprechende Geräuschdämmung hat. Ja, ein besonderes Extra, das kostet ordentlich Aufpreis, ist die Hubstützanlage. Die ist, glaube ich, hier schon mit drin. Wir können ja mal gucken. Die hat eine Besonderheit, dass das Fahrzeug sehr stabil steht. Also er steht sehr stabil. Es könnte sein, dass die ausgefahren ist. Ich gucke mal gerade, ob überhaupt eine drin ist. Nein, ist nicht verbaut. Ist nicht verbaut. Also krass ist, er schwankt überhaupt nicht. Ist das so eine Home-Nummer? Ja, das liegt aber am Chassis. Ne? Also dieses Iveco-Chassis ist ja von Haus aus schon sehr stabil. Weil da meinst du, ich kenne das nur anders. Wenn zwei Leute sich im Wagen bewegen, dann schwankt das und so weiter. Ist der so stabil? Total stabil und hat in diesem Fall ja noch die Luftfederung hinten, sodass da also noch mal mehr Stabilität ist und vor allen Dingen auch die Möglichkeit ist, abzusenken nach oben und nach unten. Also ich kann nivellieren über die Luftfederung. Genau. Okay, das ist sogar viel, was ich machen kann. Also ich habe sogar, ich sag mal, hier vorne, ich stehe immer hier. Das ist ganz und dran, siehst du da, wo der Alkohol steht? Ja. Und da stelle ich mich hin. Ich habe auch keine Hubstützanlage und ich kann mit der Luftfeder komplett dieses Gefälle ausgleichen. Genau. Es ist ja hier super gemacht, dass du praktisch über diese Luftfederung hinten, ich müsste jetzt nachschauen, aber ich denke mal so auf jeden Fall 12, 14 Zentimeter nivellieren kannst. So, ich zeig mal was Besonderes. Komm mal bitte mit. Hier steht er. Wenn du das Datenblatt gerade nochmal holst, bitte. Sag mal so lieb, Matthias. Und ich zeig das Auto gerade nochmal von außen. Und ihr habt nämlich eine Vermietung und habt in der Vermietung einige Morelo-Modelle in der Vermietung. Und diese Morelo-Modelle, das ist jetzt ein 23er, der ist futsch neu. Aber wir werden im Laufe der zwei Tage auch noch einige Modelle zeigen. Guckt euch diese Videos bitte an. Dort habt ihr Gebrauchte, die ihr selbst in der Vermietung hattet, wo ihr selbst auch drauf aufgepasst habt, die bietet ihr dann feil und die kann man dann zum Ende der Saison, also ich sag mal im Herbst, Anfang Herbst, kann man die kaufen. Ja, das sind Mietfahrzeuge, die wir ja für Vorführzwecke, aber natürlich auch in der Vermietung für die Kunden, die neu beginnen, anbieten und die dann entsprechend im Herbst verkauft werden. So, hier vorne sind wir. Ist ein bisschen uselig. Hier vorne sind die Mietfahrzeuge und da siehst du, da hast du mehrere Fahrzeuge, wenn wir eigene Videos zu drehen, da hast du einen richtigen Preisvorteil. Dafür ist das Fahrzeug eigentlich gebraucht, muss man sagen. Viele sagen ja, ich will gerne Erstbesitzer sein. Das kannst du verstehen? Ja, da ist jeder unterschiedlich, ne? Aber wir haben die Wagen eigentlich alle sehr sehr gut gepflegt und schauen natürlich auch darauf, wer so einen Wagen dann überhaupt bekommt. Und dementsprechend sind das eigentlich fast neuwertige Autos. Ne?
So, und da werden wir ganz viele Videos machen. Also, ihr könnt ihr entweder dieses Jahr mieten in der Vermietung. Ihr könnt sie dann anschließend auch kaufen. Wir werden jedes Fahrzeug nochmal kurz vorstellen. Du hast unglaublich tolle Vermietflotten, ganz neu in der Vermietung. Da werden wir auch eigene Videos zu machen. Ihr habt Sondermodelle, die habt ihr kreiert, die so schön sind, dass ihr, glaube ich, in das Osnabrücker Tageblatt damit kommt, oder? Ja, mindestens. Ja, unsere Firmenfarbe, das Gelb, unser Sonnengelb. Und dann halt kombiniert mit dem Grau. So. Sensationell. Das sieht von vorne ein bisschen aus. So denkst du, es könnte DPD sein oder Post, ja. Und dann guckst du nach hinten und denkst, wie geil ist das denn? Ist das nicht scharf? Ja, also ich bin auch total begeistert. Ist ein sehr auffälliges Fahrzeug, ja. Aber ja gut, du wirst nicht übersehen. Unheimlich gelungen, ne? Du wirst nicht übersehen. Ich zeige euch mal die Seite. Also es geht wirklich hinten in so eine Art Grün, dann ins Grau über, aber so ein leichter Grünton ist mit, das Coole ist, das Ganze ist komplett foliert. Das heißt also, sollte es mir mal nicht mehr gefallen, man kann es runter machen und die Originalfarbe noch verwenden. Genau. So, sehr cool. In dem Fall wäre es dann halt ein Camporolo grauer Boxstar und keiner mehr in unserem Firmenfahren. So, hier oben ist das auch drauf. Ich habe Leichtmetallfelgen drauf. Auch da werden wir eigene Videos machen. Darunter steckt ein Weinsberg Pepper, aber mit einer richtig gepimpten Ausstattung. Sensationell. Das werden wir gleich mal zeigen. Hier ist ein Knaus Boxstar drunter. Vielen Dank, Matthias Welz. Du bist hier Geschäftsführer bei Ferge und Welz. Und das Ganze ist in Bissendorf. Bissendorf vor Osnabrück, genau. Osnabrück. Danke. Tschüss.